Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen auf gamingfield.de. Ich denke mir, es gibt vielleicht unter euch ein paar Bitcoin-Interessenten. Falls ihr eben noch nicht wisst, was die Bitcoin ist oder was sie wirklich jetzt kann oder falls ihr euch nochmal davon überzeugen wollt, würde ich euch dieses Interview wirklich ans Herz legen. Und zwar mit den zwei Geschäftsführern von Coinfinity, also Bitcoin Consulting und Projekte. Die erklären uns, was ist jetzt eigentlich die Bitcoin, was kann die, wo kann man die einsetzen, wie viele Leute machen das Ganze schon und so weiter und so fort. Also viel Spaß mit dem Interview. Vergesst nicht, die Reportage der Linux Days anzugucken, falls ihr die noch nicht gesehen habt, denn da ist auch dieses Interview entstanden. Diese findet hier jetzt rechts oben und außerdem ein Interview mit Andreas Krisch, das findet ihr auch noch hier links oben. Einen Datenschutzexperten seit mehr als 15 Jahren. Ja, viel Spaß beim Interview. Also, wie muss man sich die Bitcoin jetzt genau vorstellen? Also, was ist das? Es gibt verschiedenste Erklärungsmodelle dazu und man kann nur Analogien dazu finden. Was ich immer sage am Anfang ist, Bitcoin ist Bargeld fürs Internet. Weil es hat gewisse Eigenschaften von Bargeld, also Bitcoin-Transaktion ist beispielsweise nicht rückgängig zu machen. Das heißt, wenn ich dir Bitcoins schicke übers Internet, dann hast du die. Ich kann sie nicht mehr zurückholen. Und es gibt eine andere Analogie, die heißt, Bitcoin ist digitales Gold, weil die Menge der Bitcoins begrenzt ist. Dann kann man auch sagen, Bitcoin ist ein dezentrales Zahlungsmittel, weil es keine zentrale Instanz gibt, die Bitcoin verwaltet. Also wie beispielsweise eine Zentralbank oder eine Nationalbank gibt es beim Bitcoin nicht. Das ist das Netzwerk an und für sich, alle Teilnehmer im Netzwerk, die das Netzwerk sowohl absichern als auch für die Erschaffung der Bitcoins sorgen. Und wie kann man Bitcoins verdienen? Indem man seine Produkte oder Dienstleistungen einfach für Bitcoin anbietet. Man kann sagen, ich bin Freelancer, ich mache Webdesign und meine Stunde kostet 60 Euro oder einen halben Bitcoin. Muss man natürlich jemanden finden, der dann bereit ist, Bitcoins zu bezahlen oder jemanden finden, der Bitcoins hat. Aber das ist gerade im Technikbereich kommt das immer mehr, dass die Leute ihre Arbeitsleistung für Bitcoins anbieten und dass auch Leute Arbeitsleistung mit Bitcoins bezahlen. Und inwiefern funktioniert das dann? Also wie kann man das ausgeben? Wie kommt man dann zu dem eigentlichen, unter Anführungszeichen, realen Geld? Was vielleicht der Stefan Bescheid dazu? Also ausgeben kannst du das relativ einfach über Bitcoin Wallet. Also du kannst zum Beispiel Bitcoin Wallet einfach am Handy haben, wo du deine Bitcoin-Beträge ähnlich wie in einer Geldtasche sozusagen verwaltest. Sagen wir mal, du hast da Bitcoins im Gegenwert von 100 Euro drauf und mit der kannst du dann einfach Transaktionen tätigen und bezahlen damit. Du kannst das Ganze ja über einen Rechner machen, wenn du online einkaufst. Also gerade, sage ich mal, in physischen Ladenlokalen hat sich halt durchgesetzt, dass du das mit dem Handy machst und das funktioniert da ganz gut. Also du kannst das zum Beispiel in Graz am Landplatz bei mehreren Händlern, Marktstandeln schon verwenden. Du sagst einfach, ja bitte, du möchtest mit Bitcoin zahlen, dann sagt der Wirt halt, das kostet jetzt 8,30 Euro, dann sagst du halt, na mach mal 8,50 Euro oder mach mal bitte 9, wenn wir großzügig sind, dann tippt er einfach das ein, dann generiert er quasi eine Zahlungsaufforderung, wo er in seiner Wallet automatisch den Gegenwert 9 Euro eintippt, das wird dann in Bitcoins umgerechnet und er generiert diese Zahlungsaufforderung als QR-Code und du scannst das einfach ein und schickst das weg und fertig und das ist direkt von A nach B eine Transaktion, also ich schicke, also push quasi die Transaktion zu ihm, er empfängt das Geld, fertig. Er braucht dazu keine Bank, er braucht kein PayPal. Solange wir im Bitcoin-Netzwerk bleiben, entstehen keine Kosten, beziehungsweise sehr niedrige Kosten, ungefähr in Höhe von 2-3 Euro Cent. Also eigentlich kann das jeder mit einem Smartphone machen oder jeder mit einem Tablet. Es gibt dann Dienstleister, die sich dazwischen schalten, die, wenn man das will, das Ganze in Euro oder Dollar gleich konvertieren. Dass du sagst, okay, du stellst eine Rechnung über 100 Euro, du möchtest dir als 100 Euro am nächsten Tag ein Bankkonto haben, ist auch möglich. Ich sage mal, für die Hardcore-Bitcoin-Nerds jetzt vielleicht nicht ganz so elegant und ganz so schön, wie wenn man in der Bitcoin-Welt bleibt, aber es gibt da eigentlich verschiedenste Möglichkeiten und es ist, sage ich mal, relativ schnell installiert. Gibt, wenn man es direkt macht, keine zentralen Services, bei denen man sich anmelden muss. Ja, also wir verwenden es eigentlich, ich will nicht sagen täglich, aber ich würde schon sagen ein-, zweimal die Woche, weil gerade am Landplatz gibt es so einen Wirten, der das annimmt, der auch sehr gut kocht und da sind wir immer wieder Mittagessen. Das ist eigentlich kein Problem. Und online natürlich auch, ne? Wenn ich sage, ich will halt einen VPN-Provider bezahlen oder irgendwelche Steam- oder Origin-CD-Keys, also ich kaufe die größtenteils mit Bitcoin, außer ich sage mal, der Preis ist jetzt wirklich um einiges schlechter, dann kaufe ich es vielleicht woanders, aber es gibt durchaus schon online
eine Vielzahl von Möglichkeiten, Bitcoin zu verwenden. Es gibt sogar schon Firmen, die Online-Wallets anbieten, wo du eine Debitcard kriegst, wo du einfach deine Bitcoins als Euro dann mittels Visa-Debitcard ausgeben kannst. Also ich habe das schon probiert, da habe ich mal 100 Euro in Bitcoins hingeschickt und bin dann zum Spar gegangen in Graz, zum Flossenendplatz und habe de facto im Spar mit meiner Debitkarte, kriegen die natürlich Euro, aber hinten raus bei mir sind Bitcoins aus der Wallet gegangen. Und das ist ganz lustig, wenn man weiß, dass das so eigentlich auch funktioniert. Und gibt es irgendwie eine allgemeine Umrechnung zwischen Euros und Bitcoin? Oder vielleicht auf Dollar oder keine Ahnung? Allgemein, also es gibt jetzt nicht so den festgelegten Preis, den sich jetzt irgendwer ausdenken würde. Der Bitcoin-Preis kommt eigentlich durch Angebot und Nachfrage zustande. Auf den großen Börsen, die es gibt, also es gibt so ungefähr 10 große Online-Exchanges, wo man Euro gegen Bitcoin oder umgekehrt kaufen und verkaufen kann. Und dort, wo Verkäufer und Käufer zusammenkommen, entsteht der Preis. Diese Preise sind unterschiedlich in den verschiedenen Exchanges, aber es gibt natürlich die Möglichkeit, dass man diese Preisunterschiede ausnutzt. Dadurch gleichen sich die Preise relativ arm. Aber man muss sich das so vorstellen, dass der Bitcoin-Preis, da ja eigentlich nur durch den Markt bestimmt wird und nicht festgesetzt wird, sehr schwankt. Also kann durchaus sein, dass der Bitcoin-Preis innerhalb von einer Woche um 10% rauf oder runter geht oder sogar in kürzeren Zeitabständen. Das muss einem bewusst sein. Aber wie wäre es jetzt ungefähr nur als Vorstellung, also nur als grobe Vorstellung, wenn man jetzt sagt, man hat 100 Euro, wie viel Bitcoin so wären das ungefähr? Also im Moment kannst du sagen, es sind 100 Euro, 110 Euro ein halber Bitcoin. Also 0,5 Bitcoin. Ja. Und was wäre da die kleinste Einheit? Oder gibt es da noch eine andere? Die kleinste Einheit nennt sich zu Ehren des Bitcoin-Erfinders Satoshi und ist ein 100 Millionstel eines Bitcoins. Also du kannst einen Bitcoin nochmal in 100 Millionen Untereinheiten unterteilen. Ja, das ist dann halt wirklich sehr, sehr, sehr wenig. Aber man kann theoretisch einen Satoshi auch verschicken, wenn man Lust dazu hat. Okay. Und wie kann man sich da anmelden? Braucht man irgendwas? Muss man 18 sein? Das oder? Ist ja das Schöne, das Bitcoin-Netzwerk an und für sich ist ja jetzt nicht irgendwie in einem Staat verankert oder mit irgendeiner Behörde, sondern das ist einfach ein Protokoll und dazu gibt es Software. Und man lädt sich einfach ein Stück Software auf den Rechner runter, also eine sogenannte Bitcoin Wallet, die gibt es als App für Smartphone oder für PC, Mac, Linux, was auch immer, hat dann die Software laufen und hat dann schon eine funktionale Bitcoin-Geldbörse. Braucht eben nirgendwo anmelden und seine Daten preisgeben, sondern man installiert sich das Stück Software und kann damit schon Bitcoin senden und empfangen. Also ihr würdet es auf jeden Fall hundertprozentig mit gutem Gewissen weiterempfehlen. Bitcoin per se auf jeden Fall. Also wir glauben beide dran. Ja. Ich will keine Garantien abgeben, was vielleicht den Preis oder sowas betrifft. Ja. Weil ich sage ja jedem dazu, Bitcoin ist durchaus volatil, wird wahrscheinlich eine Zeit lang noch volatil bleiben. Ich bin von der Sicherheit im Bitcoin-Netzwerk selbst und von der Usability und von den Vorteilen, die es bringt, auf jeden Fall 100% überzeugt. Ja. Die Sachen, die man immer wieder liest von Hackern oder Bitcoins, die irgendwo verschwunden sind, finden meistens an den Schnittstellen statt. Na, wenn man sagt, irgendeine Börse hat nicht aufgepasst, da ist was passiert, da sollte man vielleicht noch Vorsicht walten lassen und sich ein bisschen erkundigen und umschauen und durchaus verschiedene Services testen und benutzen. Was Bitcoin selbst als Technologie und auch eben diese Währungsapplikation betrifft, bin ich 100% überzeugt. Ja, aber ich kann dir nicht sagen, kauf dir heute einen halben Bitcoin um 100, 110 Euro, weil der wird nächstes Jahr 1000 Euro wert sein. Es kann natürlich sein. Es kann auch sein, dass es nochmal um einiges weiter nach unten geht. Ja, also da muss man schon ein bisschen sich auf das einstellen. Ja, ich sage einmal, die ganzen Ersparnisse würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt in Bitcoin anlegen. Andererseits würde ich die Ersparnisse, wenn ich jetzt 4 Ersparnisse hätte, auch nicht wirklich alle in Euro anlegen. Ja, das ist ja das nächste Thema. Also da würde ich mich schon anderswo umschauen. Also keine Ahnung, Sachwerte oder Immobilien oder Gold oder solche Geschichten. Aber also ja, Empfehlung ja, mit Vorbehalt, was den Preis betrifft. Also da kann man natürlich nie was garantieren. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja, also der Stefan hat schon kurz angesprochen, das Wichtige ist ja eigentlich die Technologie, der Bitcoin-Preis an und für sich ist jetzt nicht unbedingt der Indikator dafür, wie gut das Netzwerk funktioniert. Man muss sich vorstellen, Bitcoin ist ja de facto erst 5 bis 6 Jahre alt und eigentlich erst 3 Jahre wirklich in der Weltöffentlichkeit. Und es fängt jetzt erst langsam an, dass um das Bitcoin-Protokoll rundherum neue Services, neue Applikationen gebaut werden. In den nächsten Jahren werden wir da sehr, sehr spannende Dinge sehen, von denen wir jetzt wahrscheinlich noch gar nicht wissen, wie die ausschauen werden. Das kann man sich ähnlich vorstellen wie Anfang Mitte der 90er, wo das Internet groß geworden ist, wo man auch nicht gewusst hat, was wird auf diesem neuen, tollen Internet aufbauen. Heute haben wir Google, Facebook, Skype. Solche Dinge wird es ähnlich aufbauend auf dem Bitcoin-Protokoll auch geben in 5 bis 10 Jahren.
Also die eigentliche Technologie dahinter ist das Interessante, der Preis ist auch interessant, aber spielt eigentlich keine Rolle momentan. Okay, dann vielen Dank und ja, vielleicht werden Sie noch Full Madden, also ich glaube es eigentlich, also wie groß, wisst ihr ungefähr, wie groß die Userschaft ist von Bitcoin? Ungefähr. Gibt so Schätzungen, also wenn man sagt, 2 bis 3 Millionen Menschen, die das weltweit aktiv benutzen, stimmt ungefähr, würde ich mal sagen. In der Größenordnung.